Welcome back to Inspector Schmidt, a Bavarian tale. We just found out that the priest is innocent in the last episode, but there is a lot of things going on instead. So, Father, keeping a secret has a price. Surely you understand that, don't you? Weird to tell him. Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, lieber Valentin. Welchen Preis? Was verlangst du von mir? Maybe you'll tell me a secret for keeping yours. Oh dang. Ich soll meine geistliche Schweigepflicht verletzen und dir Beichtgeheimnisse verraten? Ich soll das Vertrauen meiner Gemeindemitglieder missbrauchen? Ist es das, was du möchtest, Valentin? Of course not, Father. But I might have to ask you for another favor on occasion. Can you help me looking for the mayor? Is the favor no? Well, yeah. He is taking money from the church to give it to the son Maxel of Renate, which is okay. I'm fine with that. No problem. So there's that. And he's most probably not involved with the murder of Lenz, but we know that the doctor is dead too, so there's that. Yeah, I don't know. Can you talk to him? I don't know. Let's... What can we do? Yeah. Can you talk to anybody? Let's go back to the teacher and report him that the priest is not the murderer. And then I have to tell someone that the doctor is dead. Yeah, the priest cannot be the killer either. Wir haben also keine Verdächtigen mehr und der Mörder ist weiter unter uns, bedroht das Leben aller und schüchtert alle progressiven Denker im Ort ein. Schmidt, ich bin mir sicher, Sie haben alles getan, was Sie konnten, aber diese Ermittlung scheint in einer Sackgasse zu stecken. Wir werden auf alle Fälle nicht darauf warten, dass der Mörder sich das nächste Opfer unter den liberalen Kräften im Ort sucht. Wenn sie nicht durch ein Wunder doch noch den Schuldigen ermitteln, sehen wir uns gezwungen zu handeln. Wir müssen unsere Vorbereitungen für das Schlimmste treffen. Dieses verdammte reaktionäre Pack wird zur Rechenschaft gezogen. Tun Sie mir einen Gefallen und ziehen Sie den Kopf ein, bis dieser Sturm vorbei ist. I found the doctor hanging in his attic. Was? Das kann doch nicht sein! Der Harald! Dude! Diese Viecher! Die wollen uns bloß eins nach dem anderen ausschalten! Aber wir werden nicht wie die Rächer auf den Jäger warten! Wir schlagen weit zurück! Schmidt, ich sag einer eins, zieh's einen Kopf ein und warten's ab, bis dieser Sturm vorübergezogen ist! No, let me deal with that. Especially in a situation like this, it is important to keep a cool head. I will continue my investigation. Yeah, definitely. Sauber, sag ich. Sie sind ja gar nicht blöd. Okay. Yeah. I told him. I don't know if that was a good idea, but we had to tell somebody, right? Doing it. I cannot talk to anybody here, can I? No. Well, let's sleep. It's too dark anyway. leftovers. The shoe is still on the plate. That's funny. George? Nothing. Dang it. Can I confront him? No. Well, we have 2 points. Charisma and acumen. It's pretty important. How's there for Erna Gurtz da, Herr Stauderer? They want to smash each other's skulls in, and I don't know what to do about it. Ja, mei, Valentin, ich hab's schon gehört. Alle sind ganz auseinander, keiner traut am anderen mehr. Wie ist bloß so weit gekommen? Der ganze Ort ist in 2 Lager gespalten und jeder schürzt auf den anderen. Valentin, Sie sind einer von den wenigen, die noch alle 5 beieinander haben. Sie müssen den Mörder finden, bevor alle komplett andrehen. Haben Sie denn gar keinen Anhaltspunkt mehr? What is with this Hans-Gürgel? Stimmt, der und sein Kegeln. Das ist schon komisch. Sie können ja mal bei seinem alten Chef, dem Schaumeier, nachfragen. Der kann Ihnen sicher was über den Hans-Gürgel verzeihen. Sie, ich hab eine Idee. Ich gebe einer einen feinen Obstler mit. Dem Schormeier muss man schon was zum Zungelösen mitbringen. Was der für Erna Gurtz da, Herr Stauderer? Wait. What's with all the other options? I thought I could now talk to her about everybody. Was der für Erna... Oh, dang it. I didn't even look at the others because I thought, well, we just talk about it. About everything. Okay. Well, I mean, I don't think it's a bad idea to go to Schaumeier's farm. So let's do that. And maybe we can also talk to Racy once again. Also, do we have new information concerning her? Yeah! We do have the report, the death report of her sister. So maybe we can talk about that. Also with Schaumeyer. So let's first go to Schaumeyer. Alright, I can fast travel. I forgot. Lumberjack, Schaumeyer Farm. Yeah, cool. And do we lose time doing that? Is there anything else we can do here? A back door? It's locked. Maybe we can find a key. We have that schnapps. Where would that be? Water. I don't know. I hope we have it. Sent me. I brought you a bottle of Obstler. Mei, die Kathi. Is ich schon gute. So gut ich war mal auch. Da kannst du nicht sagen. Wirklich nicht. Ist sie already drunk? Dann, Valentin, geh weiter, hock die her. Machen wir den Schnaps auf. Das spülen wir jetzt halt alles runter. Das hilft ja nichts. Ob's mir gut geht, Valentin. Schau ja aus, als ob's mir gut geht. Das glaubst du ja selber nicht. Überall sterben die Leute, wie die fliegen. Da fragt man sich schon. Na, Valentin, ich frag mich schon. Ich sag dir ganz ehrlich, normal ist das alles schon lange nicht mehr. Das alles da. Aber jetzt sag ich dir mal was, Valentin. Gib Obacht. Ich glaube nämlich, ich verstehe das alles langsam. Obacht? Da gibst du Obacht. Letzte Nacht, da hab ich's gesehen. Mein Gott, ich hab's gesehen. Und da hab ich verstanden, was los ist. Das ist ein Fluch, Valentin. Ein Fluch liegt auf dem Hof. Das ist alles verflucht. So muss es sein. Nur so kann's sein. Ich sag's dir, Valentin, das ganze Unglück, das ist ein Fluch. Wir sind alle verflucht. Und dann haben wir die arme Magd nicht einmal anständig beerdigt. Die Geister da umeinander, das wird die uns nie verzeihen. Nie. Wir sind dem Tode geweiht. Da stehen wir machtlos vis-à-vis, da kann ich gar nichts machen. Was soll ich denn sagen? Geschieht uns alles ganz recht so. Aber, Valentin, du kannst doch nicht die Leute hin. Du bist doch so einer. Man den ganzen Tag nichts anderes. Umeinander rennen wir mit die Leute hin. Kannst du nicht mit der Hexe im Wald oder mit dem Pfarrer die Art rein, wer da zuständig ist? Vielleicht kannst du ja mit Bayern noch überzeugen, dass er die Zenzi doch noch richtig begraben lässt. Darfst du dann mit ihrem reden? Ha? Und auch mit der Racy. Die kann da doch sicher was machen. Die kennt sich doch aus mit so Flüren. Die muss man einen Schutz auf dem Hof legen. Ein Schutz vor dem Bösen. Da hilf mir, da hilf ich dir. Also, das bin ich verloren. Das ist alles verloren. Oh gosh. He has problems. I don't think I can't talk to him no more before I solve his problem. His haunted problem. Huh. Okay. So he's scared. Ah, nice. Well, let's talk to Racy. That's what we wanted to do anyways. Does she have a hiking post? Lumberjack, Schaumeier, Visnat, Racy. Well, is there anything we can find out? Hello! You're the sister of the deceased maid Zenzi, is that right? No, we have to always suspect that I can only choose one. But in this case, we should be able to talk about everything, right? Ja, ich hatte eine Schwester. Wie ich früher Eltern hatte und einen Glauben in die Menschheit, nach und nach habe ich sie alle verloren. Ich kann nicht einmal sagen, was zuletzt. Das spielt auch keine Rolle, die Zenzi. Sie fehlt mir jeden Tag. Jedes Mal, wenn ich aufwache, muss ich erst wieder verstehen, dass sie mich nie wieder besuchen kommen wird. Jetzt bin ich ganz allein auf der Welt. Hab, was die Natur mir gibt, bis ich irgendwann selbst ein Teil davon werde. So muss es kommen eines Tages, ja. Die Zenzi, die war schon ein guter Mensch. Die hat alles nur gut gemeint. Natürlich war auch die Zenzi nicht frei von Schuld, aber viel war sie, was die Leute aus ihr gemacht haben. So ist es doch bei uns allen. Sie war eine, die sich gekümmert hat und gesorgt hat sie sich um mich. Sie war ganz warm, hatte so viel Liebe in sich. Das hat man sofort gesehen. Und jetzt ist sie weg und kommt nicht mehr. Nicht heute und nicht morgen und nie wieder. Wie kann denn das sein? Sorry about that. Thank you for your help. Did she? I would like to talk to you about Apollonia. Warum? Was hat's denn? Ah, right. I mean, now we have to talk to her because, I mean, the doctor is dead. Apollonia is in difficult circumstances and wanted. She sent me to you and hopes you can help her. I mean, that's not exactly true. Oh weh. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das nicht einfach ist für sie. Aber ob ich helfen kann? Naja. Was für die einen der größte Segen ist, ist für die anderen ein schlimmer Fluch. Man kann sich nicht aussuchen, in welchem Körper man auf dieser Erde wandeln muss. Aber andere Dinge, die sollte man sich schon aussuchen können. Ja, vieles wäre einfacher, vieles wäre niemals passiert, wenn die Leute selbst entscheiden könnten. Und wenn sie so entschieden hat, soll sie Hilfe bekommen. Eins sage ich dir aber gleich, beim Arzt wäre sie besser aufkommen. Meine Methoden und die Umstände hier in meiner Hütte sind, naja, sehr bescheiden. Da kann vieles schief gehen. Aber es ist immer noch besser, als wenn sie ganz allein irgendwas versucht. Ich habe schon schlimme Geschichten gehört und gesehen. Unvorstellbar. Das ist gefährlich. Aber ich will helfen. Ja, wir können ja nicht immer wegschauen. Wir dürfen einander nicht im Stich lassen. Aber ich brauche dafür Kräuter. 10 Stück müsstest du finden für mich. Da hinten im Wald. Ich kann die nicht selber pflücken, weißt? Da sind Räuber in der Nähe. Du musst voll vorsichtig sein. Schaffst du das? I think I collected all the herbs I could. Ah, ja. Das sollte reichen. Und jetzt geh und sag der Apollonia, dass sie in der Nacht gegen 10 Uhr zu mir kommen soll. Und sie darf unterwegs nicht gesehen werden. I will do that. Thank you for your help. The Schaumeier fears a curse lies on his farm. Do you know anything about it? Ob ich mich mit Flüchen auskenne? Ich höre einfach zu, wenn die Natur spricht, versuche zu verstehen, was die Pflanzen mir sagen und spüre die Energien, die mich umgeben. Ich empfehle einen Talisman. Ich kann dir einen machen. Der sollte helfen, schützen. Das wird nicht lange dauern. Bevor du fragst, Geld mag ich keins, davon brauche ich nicht viel. Was ich brauche, ist Mohn und nicht zu wenig davon. 10 Pflanzen sollten reichen. Okay. Do I have them? 10 poppies. That's why we can collect them. Okay, that makes sense. Poppies. How many do I have? Poppies, poppies, poppies. Rose? I have 6 roses. I have 22 poppies. Take them. Du hast welchen gefunden? Yes, well, I took what I could. Here you go. Natürlich habe ich mich auch an meinen Teil der Abmachung gehalten. Da schau, hier ist der Talisman. Er muss immer am Körper getragen werden, sonst schützt er nicht. Und solltest du den Talisman weitergeben wollen, dann macht es nur bei Vollmond. Da reinigt er sich selbst und kann die neue Energie aufnehmen. Andernfalls ist er nutzlos, absolut nutzlos. Dann kannst du ihn gleich nehmen und in den Fluss werfen. Verstehst du, Valentin? Dann war alles umsonst. Nun ja, viel Glück soll er dir bringen. It's a placebo anyways, it doesn't matter. Can we look at it? Oh, we have 2 points again. Yeah, gut feeling. And dexterity. Did we learn more stuff? I guess about her, right? Or Zenzi. Racy. She knows about curses. Okay. I wanted to look at it. Where is it? The talisman. String, leather. Where is it? Is it useful? I doubt it. Miscellaneous. Yeah, we cannot look at everything we get. Dandelion. I just have too much stuff and can't find it. Huh. Okay. Now we can either go back and give him the talisman, or we can first talk to the priest. And ask if he can bury Zenzi properly. Would he do that though? I would like to talk to you about the burial. Oh, it's a confrontation. Do we have enough knowledge? Who is that? Do we have enough knowledge? Ah! Is that the RQ? I think so, right? I hope that it's that. Aber Valentin, was gibt es denn da zu besprechen? Etwa, weil die arme Zenzi nicht auf dem geweihten Gottesacker bestattet werden konnte? Das ist freilich tragisch, aber da sind mir die Hände gebunden, lieber Valentin. Wer sich entscheidet, auf diese Art aus dem Leben zu gehen, hat keinen Platz zwischen seinen christlichen Brüdern und Schwestern. So stupid. But if it was a fervent wish from the community, would you then make an exception? Oh. Dang it. Ich würde es auf alle Fälle berücksichtigen, auch wenn das kein einfacher Prozess wird. Der Selbstmord ist eine schwere Sünde. You are a grave sin. How will this sin ever be atoned for if poor Zenzi is denied a Christian burial? Oh, oh, that's brutal. Da haben Sie recht. Und der Herrgott ist ein gnädiger Hirte. But whether you are on this side or the other side of the wall, the good Lord is bound to drop by anyway. Ach, Valentin, da haben Sie auch wieder recht. I know I can use a favor. Need I remind you that I still have a favor to do? Das stimmt natürlich. Und den möchte ich gern erfüllen. I'm not sure if we needed that and if we could have saved that for another opportunity. Mein lieber Valentin, was der Herr Pfarrer sagen möchte und was er sagen kann, steht leider nicht immer auf derselben Seite geschrieben. Ich trage schließlich eine Verantwortung für alle meine Gemeindemitglieder. Doch. Mir scheint jedoch, du findest Gehör an den richtigen Stellen. Sofern aus der Gemeinde keine Beschwerden kommen, gibt es einen gewissen Spielraum, in dem ich mich als Geistlicher bewegen könnte. Ich werde mich darum kümmern, dass der Körper von Zenzi noch heute auf diesem Friedhof gebettet wird. Dang, that's quick. Thank you very much. Can you help me? No, I'm not looking for the mayor. But I think we should talk to him finally. That the doctor is there and that we can go back to Schaumeier and tell him that all is good. Pass auf! Was? Wo? Na, doch nicht. Hab mich geirrt. Ah, Gott, sag du Depp, du Damischer. Meinst du den Stotterer oder was? I was able to confirm that the priest could not be the murderer. Ach, Schmidt, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Gute Arbeit. But I regret to inform you that the teacher and his allies are getting ready to fight. Oh. Yeah, I found the doctor hanging in his attic, by the way. Was? Da ist Schweighöfer! Er hängt! Das kann doch nicht sein. Schmidt, was sagen Sie da? Meinen Sie das ernst? Der Mörder ist also noch im Ort. Er ist noch unter uns und er treibt immer noch sein Unwesen. Schmidt, geben Sie sich endlich ein bisschen Mühe. Das kann doch so nicht weitergehen. He seems tense. Okay, that's it. Will you take him down? I don't know. Let's go back to Schaumeier. He owes me information, of course. Where's my hiking post? There's one. Schaumeier Farm. Well, I did what you asked me to do. I think I can help you with the curse. I hope we can say both. Fluch? Ah, so, ja, da ist mir letztens vielleicht was rausgerutscht, gell? Mein Valentin, weißt, also ja gut, jetzt ist halt so. Was hast du rausgefunden mit dem Fluch? I've been given a talisman. It is supposed to protect you and your farm and keep away evil spirits. However, it must be presented during a full moon and in the open air. Das ist mir alles recht. Wenn's was hilft, ich hoffe, dass was hilft. Na komm später wieder und klopf da vorne an das Hoftier. Das heh ich noch schon. Vergeht's Gott, Valentin. Okay. And I have good news regarding the reburial of the maid Zenzi. Die Zenzi? Hast du mit dem Pfarrer reden können? Was hat der gesagt? Und spielt der Größbacher da überhaupt mit? Yes, the priest arranged everything. That was necessary immediately. Valentin, du bist eine Schau. Das ist ja der Wahnsinn, ich glaub's nicht. Die Zenzi, ja. Das ist nur recht und anständig. Da kann's endlich ihre Ruhe finden. Vielleicht kann ich heute Nacht endlich mal wieder schlafen. Ich bin dir wirklich was schuldig. Danke. Okay. He owes me information. I did that only to get information. Maybe we have to give him the talisman first. So let's sit on that bench and wait for midnight. I don't even know if it's a full moon though. Charisma? Wait till full moon? Is that an option? Oh, only hours. Do I know what time it is? I don't think so, right? I mean, let's see. We can spend time until it's night. Oh, there. Yeah, okay. So it's 12. It's noon. The moon. I mean, yeah, it seems to be full. So maybe 2 more hours. Does that count? After knocking again, the farmer comes and opens the door. He looks exhausted. Mr. Schaumeier, I think this will help you with the curse. Was ist noch das? Eine Ketten mit einem Stor? Aha. Mei, solange es hilft. Danke, Herr Schmidt. Ich weiß das schon zum Schätzen, wirklich wahr. Das ist alles ein Schlamassel. Ich kann's einer gar nicht sagen. Mit den Kindern. Wenn nur meine Frau noch leben tät, dann wäre das alles nie passiert. Und alle zerreißen sich immer das Maul. Erna hat mir bestimmt auch schon die wildesten Geschichten verzeiht. Ja, ist auch egal. Ich sag Erna bloß eins. Glaub's nicht alles, was Erna die Leute verzeihen. Die meisten hören sich nämlich einfach nur gern selber reden. I think I already told you that the priest Barle is going to move the grave of the maid. Ah ja, Zenzi, ja. Ja, vergeut's Gott. Das arme Mädel. Wär die doch bloß nicht zu uns auf den Hof kommen. Bestimmt tat sie dann noch leben. Hier war nur der Tod auf alle. Wie hat das bloß alles passieren können? Ich will die auch nicht länger aufhalten. Ich muss auch ins Bett. Es war ein langer Tag. Ich danke dir recht für deine Mühen. Und pass auf die. Da draußen passieren eigenartige Dinge. He still didn't talk. What? What happened to Zenzi? I mean, she was pregnant. We know that much. Who is the father, though? Is he the father? Hans-Gürgel? We couldn't talk about Hans-Gürgel either. That's why we came here. Is there a faint glow over there? Is that a candle in the middle of the forest? Someone must have put it there on purpose. What's the deal with that? That could be a lead. Then there must be more candles. You should hurry up. They're bound to burn down or go out soon. There's one. See one here. Okay. Uh-oh. Are there wolves? Weird noises. Oh, yeah. Okay. There. Oh. Oh, yeah. Exactly. Unbelievable. I first thought this is Racy. Oh gosh, please don't let it be Racy. Oh gosh. It's the third murder. That's crazy. But we'll find out what happened here in the next episode. That's too much death in one episode. Although we did find the other one 2 episodes ago, I think. So yeah, that's crazy. All of a sudden, so much terrible stuff is happening. And yeah, we'll solve that for sure. Thank you so much for watching this episode. Have a wonderful and adventurous day, and goodbye.